Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem, ja, sagen wir mal, einer Spielevorstellung aus bekannter Quelle, einem lieben Let's Player-Kollegen und mittlerweile Freund aus dem wilden Westen Österreichs, habe ich erfahren, dass dieses Game, nämlich Odyssey to the West Enslaved, mittlerweile auf PC oder für PC erschienen ist und da das eines meiner ersten, wenn nicht überhaupt das erste Let's Play war, das ich gespielt habe, dachte ich mir, ich mache da gleich mal eine Vorstellung von diesem Game. Es ist ziemlich untergegangen in den, ja, letzten Jahren. Ich glaube, die PR-Abteilung von Bandai Namco ist da nicht so cool drauf und jetzt auch wieder. Aber wie gesagt, das Spiel ist grafisch wirklich ansprechend. Ich liebe das Ding, weil es einfach so schön ist. Die Geschichte ist auch ganz nett. Es gibt drei tolle Hauptcharaktere, die liebevoll gezeichnet sind. Und mit den wenigen Fehlern, die Bandai Namco immer macht, na, müssen wir leben. Da gibt es zum Beispiel die Audio-Optionen, die einfach nicht vorhanden sind. Gucken wir mal da rein. Schnell auf Audio-Optionen, da gibt es nämlich nur Musik und Effektlautstärke, sonst nichts. Na, wir müssen das so leise drehen, weil es sonst durch die Effekte so laut wird, wenn es dann eh nicht schon zu laut ist. Ihr müsst das gleich in den Kommentaren schreiben, wenn das jetzt noch bei Google oder YouTube möglich ist, keine Ahnung. Ja, wir werden da nicht lang herumtun. Wir starten eine neue Reise und habt viel Spaß. Gucken wir mal, was da so abgeht, ja? Ja, Bandai Namco hat diese Idee, mit zwei Charakteren durch das Game zu laufen, ja schon öfters aufgegriffen und finde ich auch nicht schlecht. Was immer hakelt bei Bandai ist die Steuerung, weil es gibt da die automatische Kameraführung, die einsetzt, wenn man es nicht braucht und dann, wenn man es braucht, ist sie nicht da. Willkommen auf Sklavenschiff 909. Unterwegs zu Pyramid. Sie wurden untersucht. Alle bei der Festnahme erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Verbleibende Reisezeit etwa 16 Stunden. Falls Sie unter heftiger Übelkeit leiden oder sich erleichtern wollen. Benutzen Sie bitte das Gitter zu Ihren Füßen. Verfluchte Bande. Verfluchte Bande, ja, das ist unser Hauptdarsteller, nämlich Freunde nennen ihn Monkey. Frei von den vielen Gefahren dieser Welt. Fügsamkeit wird belohnt mit Sicherheit und Nahrung. Und diese junge Dame ist der zweite Charakter in dem Spiel, ja. Ja, es geht ja schon ab. Ja, die Kleine ist eine Hackerin und hat das Schiff. Wir sind in einem Flugschiff, wenn es nicht ein Raumschiff ist, ich weiß es nicht, zum Absturz gebracht. Und das ist ein Sklaventransporter. Wir wurden gefangen und ja, haben jetzt die Möglichkeit zu fliehen. Ja? Monkey, komm, steh auf. Das kann ja nicht sein. Und wisst ihr jetzt, warum er Monkey heißt? Ja? Auf geht's. Ja, wir müssen so schnell wie möglich von diesem Ding runter. Gefangener in Sektion 9, wir sind kein Gefangener mehr. Die haben jetzt Combat Max gerufen zur Hilfe. Und die Kleine ist schneller als wir. Und wir haben natürlich Pech und fallen dann gleich überall runter. So, und jetzt. Monkey, mach deinen Namen Ehre. Ups. Ja, jetzt aber. Komm, Kleine, hack das Ding. Jawohl. Alarm.
Ja, mittlerweile Hüllenbruch und wir haben nicht mehr viel Zeit, weil wir sollten da schleunigst runter von diesem Ding. Und schauen, dass wir nicht da erschlagen werden von diesem. Wo willst du hin? Wie bist du da runtergekommen? Ja. So läuft's nämlich auch, ja, Leute. Jetzt der Flix nochmal. Alter Socken. Um Himmels Willen. So, und jetzt auf geht's. Monkey, beeil dich. Rettungskapseln? Jawohl. Das höre ich gerne. Ja, dann lauf zu, alter Freund. Wo müssen wir da hin? Ah, darüber. Komm. Und nach oben. Kein Weg. Müssen wir unten durch. Springen. Jawohl. Ich schätze mal, die Musik wird zu laut sein. Aha. Bitte. Komm, lass mich da rein. Deckung, alter Freund. Verdammter Mist. Den schaffe ich nicht. Ich brauche meinen Kram. Ja, den holen wir uns dann gleich. Aber zuerst müssen wir ihn suchen, ja? Klasse B, Sklaven. Erwarten Befehl. Klasse B, Sklaven. Komm her. Wo ist mein Kram? Wo ist dein Kram? Der Kram, die Sachen, die ihr mir weggenommen habt. Darf ich mit dir reden? Die Vorschriften. Jetzt hör auf. Also Leute, dafür können wir nichts, ja. Das ist so bei diesen Sklaven. Das sind auch Menschen. Und wir müssen ins Unterdeck, genau daher. Und vergehen werden einfach mit. Wenigstens kriege ich mein Zeug wieder. Tod bestraft. Das ist unsere Schüssel, ja? Die ist extrem cool. Und komm jetzt. Ja, genau. Das Zeug brauchen wir jetzt. Schild nämlich haben wir, ja? Die Cloud lernen wir kennen später. Und unser Kampfstab. So. Und jetzt müssen wir ein paar Blechdosen. Okay. Kümmern wir uns um den Mac. Zerkleinern, jawohl. Wir nehmen den Weg wieder zurück. Der scheint am sichersten, weil im nächsten Unterdeck wartet ja unser Mac auf uns. Ja? Los. Komm schon. Ja. Oh. Ah. Fuck, wir haben ein Schild. Ja, der Stab, der bringt's. Oh, Max. Ja. Sind Sie inaktiv? Hoffentlich, ja. Und so ein Haufen, ja? Wenn die alle starten, sind wir wirklich im Eck. Und der bummelt da rum, also. Na komm, bitte lass es sein, Idiot. Jawohl, so ist es nämlich. Mehr hast du nicht drauf? Ja. Scheiße. Ja, scheiße.
Und auf geht's. Ja, lass uns wegkommen. Scheiße, sechs. Die Kapseln gehen uns aus. Die Fluchtkapseln. Aha, ja. Wo ist der? Ja, ihr merkt das. Okay. Bitte Leute, lass mich da weiter, lieber Freund. Hä? Seht ihr? Mit der Standardattacke, also den Stab aufzuladen, können wir die Jungs kurze Zeit betäuben. Ja? Da werden sie für ein paar Sekunden inaktiv und ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja? Da ist Ruhe. Ja, natürlich die falsche Seite. Ihr seht, ja. Das wird noch ein Spaß werden. Komm, verschwind da raus jetzt endlich. Nein! Hey! Hey! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Ja, aber schnell, komm! Verdammte! Heilige Scheiße! Ja, guter Rat teuer, was machen wir? Ja, und das ist das Schiff. Extrem cool! Und wir müssen uns jetzt einen Weg außenrum suchen, ja? Na super. Und jetzt? Ja, über die Flügel am besten, ja? Und das müsste auch funktionieren da, ja? Ja, klar. Nicht hier! Und genau so ist es. Hauen wir ab, einfach so schnell es geht. Da seht ihr, sind eigentlich gekennzeichnet die Möglichkeiten, die wir haben da. Ja, ja. Alter Freund, geh weiter. Und wenn man das richtig timen könnte, also ich kann es nicht, springt der recht flott durch die Gegend, unser Mafi. Schnell, komm, nicht verbrennen. Au, 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 au. Ja, die Freiheitsstatue, Leute. Das finde ich ja so cool. Komm, hau ab. Ich muss zu einer dieser Kapseln. Da. Ja. Wir haben nur mehr drei Kapseln frei. Ja. Dann komm jetzt. Ah, komm. Ja, bitte. Ja. Oh, oh. Bitte lass uns das überleben. Bitte spring. Seht ihr das? Ist ja nicht zum Glauben. Ja. Komm rauf. Jawohl. Gott sei Dank. Da komm. Monkey. Bitte komm springen.
Ist ein wenig hakelig, das ganze Zeug. Zwei Kapseln noch. Beeil dich. Beeil dich. Noch eine Kapsel. Oh, Scheiße. Ja. 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 Beweg dich, komm, ja. Scheiße. Lauf zu. Rauf, schnell, die letzte. Ja. Oh mein Gott. Aber lass uns rein. Ich glaube nicht. Die ist ja heftig drauf. Ja klar. Ja, Mel, ich hoffe, du kannst fliegen, ja? Eine Frau am Steuer, da kann nichts gut gehen. Ich sag's euch, schaut euch das an. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ah, 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 ja. Verflixt und zugenäht, ja. Oh. Ja, wir sind noch nicht tot. Aber bald. Oder? Oder auch nicht. Leute, in diesem Sinne, ja? Wir werden hier einfach mal einen Schnitt machen, Leute, ja? Wir werden dann beim zweiten Kapitel dann weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß, ja? Und ich habe euch ein wenig angefixt, was das Game angeht. Es kommt recht cool rüber. Wünsche euch bis dahin, ne? Bis zum Kapitel 2 noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wir werden da ein paar Kapitel durchspielen, damit ihr dann einen Blick bekommt. Okay? Euer Toso und Monkey wünschen euch noch, ja? Alles Liebe. Ciao.